Jetzt komme ich heute nochmal auf Robert Habeck zu sprechen und seine Bücher, die er schreiben tut. Ich habe ja schon einen gebracht über seine Kinderbücher. Und jetzt komme ich auf sein Kriegsbuch praktisch zurück. Da spielt er ja das Kriegsjahr 1918, was in Kiel der Matrosenaufstand und Arbeiteraufstand gewesen ist. Hat er ja mit seiner Frau in einem Buch verfasst und auch als Theaterstück aufgeführt. Und da sind ja richtig krasse Kriegstheorien, die er praktisch in sein Leben jetzt mit übernommen hat. In diese Zeit, in der er jetzt lebt, nach. Also er tut sich ja praktisch mit dem Gustav Noske, also dem Bluthund von der SPD damals, der ja diese Revolte das niedergeschlagen hat mit Tausenden von Toten nachher. Das scheint er ja irgendwie nachzuempfinden oder nachzuspielen in seinem Kopf. Und er hat das ja natürlich wieder in eine Liebesgeschichte da gebaut und hat das ja dann nachempfunden und als Theaterstück aufgeführt. Das ist ja in Kiel, diesen Aufstand. Und da sind ja wirklich abscheuliche Kriegstheorien oder Visionen, die er ja eigentlich übernommen hat von Noske in die heutige Zeit. Und die lebt er anscheinend heute ja auch irgendwie im Inneren irgendwie aus in der heutigen Zeit mit dem Ukraine-Krieg jetzt auch, kann man so sagen. Und zwar hat er ja geschrieben, und das ist wirklich eigentlich schon schlimm. Man muss das bedenken, er hat geschrieben, es ist merkwürdig, aber wenn man Verantwortung übernimmt, dann verändert das die Persönlichkeit. Ich habe das schon bei Kriegseintritt erlebt, als wir die Hand über die Gelder hoben, und das macht Habeck jetzt ja auch mit seinem Ministerium, erschien uns verantwortungsvoll, Punkt, Punkt, Punkt. Und selbst ein Krieg ist vorstellbar, um den Frieden zu retten. Wie würdest du denn entscheiden, wenn du ein paar Menschenleben opfern müsstest, um die vielen Unschuldigen zu schützen? Heißt das da niedergeschrieben. Und so kann man das jetzt auch sehen, was Robert Habeck und die Grünen jetzt machen. Die entscheiden praktisch, was gut ist, was ist böse. Die Klimarevolution ist ja eine Art Revolution, auch praktisch gegen diese Gesellschaft, dass die innerhalb von ein paar Jahren umgekrempelt werden soll. Nur im Endeffekt, er entscheidet, was gut ist, was böse ist, was geopfert wird, was nicht geopfert wird. Und diese kruden Theorien im Endeffekt, die hat er jetzt ja eigentlich in seinem Handeln bewusst oder unbewusst übernommen. Also der Mann ist, nach meiner Meinung, ist der ein bisschen krank in der Birne. Vielleicht nicht nur ein bisschen. Jedenfalls gehen da krude Ideen bei ihm rum. Und das ist ja auch seine Maxime, auch mit seinen Kinderbüchern, die er geschrieben hat. Er hat dasselbe Kinderbuch mit dem Ruf der Wölfe, hat er praktisch viermal geschrieben, über 10 Jahre. Dann wird es ein bisschen umgeändert. Und wie er darin auch in diesen Büchern über die Polizei herzieht, im Endeffekt sie so als Dumpfbacken darstellt. Er lehnt da mit einer Maschinenpistole im Hühnerstall, und die Wolfsberater, die wollen selber den Wolf schießen. Also die Habeck, Palucht, die sind nach meiner Meinung sind die völlig irre im Kopf, was die in ihre Theorien hier auf die Menschheit verbreiten und auch im Endeffekt ausleben. Und Habeck kann diese Theorien jetzt als Minister ausleben, weil er hat jetzt die Hand im Endeffekt auf dem Geld. Und das sieht man ja auch, dass er diese ganzen Corona-Gelder, die ja praktisch zu viel aufgenommen wurden in der Corona-Krise, jetzt an seine Windkraftfreunde verteilt. Also der Mann ist brandgefährlich für Deutschland, und da weise ich schon lange drauf hin, und das bewahrheitet sich immer mehr, wenn man sowas liest, dass er solche kruden Theorien übernimmt. Also schlimm, schlimm, schlimm.